Grüße Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, wir haben heute mal wieder kosmisches Geflüster vorgelesen und das sollten wir jetzt demnächst auch wieder regelmäßig machen. Das war früher mal fester Bestandteil bei Spiritscape. Das hat ein bisschen nachgelassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind auch so die schwierigsten Texte oft vorzulesen. Gerade weil da so viel Körperanatomie erwähnt wird. Und das sind wirklich Worte, da steht davor, wie spreche ich das aus? Geschweige denn, wie kriege ich das flüssig in einen Satz unfallfrei untergebracht? Also, ja, das ist so im Prinzip der spirituelle Beipackzettel, nenne ich das immer liebevoll. Aber es ist wichtig. Ja. Ich habe auch letztens wieder feststellen müssen, dass manche Tipps von der geistigen Welt nicht so wirklich durchdringen zu den Menschen. Unter anderem wurde auch dort heute erwähnt, dass zu trinken so unfassbar wichtig wäre gerade. Also wir dürfen auf keinen Fall zu wenig trinken. Und im Gegenteil, ja, also ich lese mal den ganzen Satz vor, bring diese Energie mit deiner Lieblingsbeschäftigung in Bewegung. Trinke mehr, als du aufnehmen kannst. Und es ist überhaupt kein Problem, mehr zu trinken, als wir Durst haben. Das ist eh ganz kurios. Also viele verwechseln Durst mit Hunger. Die essen dann eher mehr, als sie viel trinken. Und natürlich kommt es auch darauf an, was man trinkt. Ich bin ein schlechtes Beispiel, weil ihr wisst ja, mein schlechtes Trinkverhalten gleiche ich ein bisschen aus mit alkoholfreiem Bier. Davon trinke ich einfach mehr. Wobei ich jetzt schon gemerkt habe, jetzt wo ich sehr viel Suppen esse, da ist das Bier nicht so wichtig, weil jetzt zum Beispiel meine Gemüsesuppe, meine 9 Liter Gemüsesuppe, die ich jetzt gerade gemacht habe, da sind allein schon 3 Liter klares Wasser drin. Wobei das natürlich auch nicht als Getränk gilt, aber es ist auch nichts, was dem Körper Feuchtigkeit entzieht. Ich habe zum Beispiel, wenn ich Pizza esse, habe ich so einen Brand, auch mitten in der Nacht, da kriege ich einen Mega-Durst. Ich esse sehr selten Pizza, ich habe immer welche in der Tiefkühltruhe, aber die läuft oft auch ab. Ja? Das ist so ein Notfallessen. Wenn ich jetzt mal wirklich totale Gelüste bekomme zu einer Unzeit, dann kannst du halt mal schnell so ein Ding reinklatschen in den Ofen und dann peppe ich es auch auf. Das ist natürlich auch alles bio-vegan. Wobei eine Sorte, die schmeckt auch recht gut, die ist dann gar nicht bio. Da wollte ich auch noch mal was dazu sagen. Also ich habe ja auch in einem früheren Podcast mal gesagt, man sollte schon eben schauen, dass man bio ist. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen und dann solltet ihr über einen kinesiologischen Test eurer Wahl herausfinden, ob das für euch noch gut ist und so weiter und so fort. Also gerade was die Körperebene betrifft, funktioniert meine Körperintelligenz super. Da habe ich sie auch am meisten trainiert. Da habe ich mit ihr wirklich viel gearbeitet und geübt. Und nur bei ganz entscheidenden Lebensfragen, da verlasse ich mich dann doch eher auf meine Intuition und auf mein Gefühl. Ja, also das ist aber selten, dass die Körperintelligenz was ganz anderes sagt. Oft sind es so, ja, sage ich mal, Zukunftsfragen, die dann nicht sonderlich gut beantwortet werden, wo auch schon mal kleine Fehler sich eingeschlichen haben. Aber da bin ich auch nicht geübt. Ja, ich weiß auch nicht, ob meine Körperintelligenz das so dufte findet, dass ich sie halt eben ja für so ganz wichtige Fragen dann eben auch nutze. Da kann man auch anders an die wichtigen Informationen rankommen und seinen Weg finden. Ich trinke jetzt momentan auch recht viel Tee. Ich finde es auch ganz angenehm, dass es ja eigentlich dann doch ein warmes, manchmal sogar heißes Getränk ist. Ich brühe meinen Tee immer ein bisschen vorausschauend auf, sodass ich noch was habe, was dann ja meistens schon kalt ist. Habe ich jetzt auch gerade neben mir ein Glas mit Tee. Genau, aber das ist dann Kräutertee. Heute habe ich zum ersten Mal den grünen Tee, diesen Milky Oolong, richtig krass gespürt. Ja? Also der hat mich so hellwach gemacht, also ich habe fast vibriert. Das war schon krasses Zeug. Ja? Den habe ich, glaube ich, auch noch nie so schnell auf einmal getrunken. Ich hatte da richtig Durst. Das ist vielleicht keine gute Entscheidung. Wobei es vorm Arbeiten, wenn ich vielleicht ja auch so ein bisschen träge bin und ein bisschen müde bin, dann hilft es auch. Und das habe ich heute ein bisschen genutzt. Und auch eben festgestellt, dass das ziemlich reinhaut, das Zeug. Genau, meine Heilpraktikerin hat mir aber mal gesagt, das schwingt so in mir wieder, für jedes Glas
Flüssigkeit, das eben kein klares Wasser ist, sollte man eigentlich das Gleiche in klarem Wasser trinken. Ja? Ich bin jetzt schon mal froh, dass ich meinen Weg zum Kräutertee gefunden habe. Hat eh viel zu lange gedauert. Ja? Und trinke jetzt gerade gar kein klares Wasser. Aber ihr müsst ja nicht alle Fehler machen, die ich mache. Ich sag's euch halt, wie es perfekt wäre. Ich habe auch schon mal, es war schon ein bisschen her, einen Kanal verfolgt. Da hat derjenige ein Experiment gemacht und der hat halt 6-7 Liter Wasser am Tag getrunken. Und das war unfassbar, wie klar er wurde, hat er gesagt. Ja. Total spannendes Experiment. Hat auch direkt mit Spiritualität eigentlich zu tun. Ja. Es leitet natürlich aus und man muss ein bisschen aufpassen, wenn man zu wenige Mineralien zu sich nimmt oder auch tatsächlich zu wenig Salz. Es gibt auch einen Salzmangel. Das ist übrigens der Grund, warum ältere Erwachsene, die vielleicht schon auch in Pflegeheimen sind und in Altenheimen, so wenig trinken. Weil der Körper weiß, dass er, wenn er zu viel trinkt, auch zu viele Mineralien und eben auch ganz konkret Salz aus dem Körper leitet. Und das Essen in Altenheimen und Pflegeheimen ist immer sehr wenig gesalzt, weil Salz, völlig verrückt, hat einen sehr schlechten Ruf, was die Herzgesundheit angeht. Und das ist ein kompletter Unsinn. Ja? Also, ihr wisst natürlich wieder, das ist meine Wahrheit. Ich habe die recherchiert von einigen Ärzten, die über sowas referieren. Und natürlich kann man es mit dem Salz auch übertreiben, logischerweise. Nur kann man wirklich sagen, genauso wie wir alle unter einem tendenziellen Jodmangel leiden, dass ältere Erwachsene, gerade wenn sie in Einrichtungen versorgt werden oder vielleicht auch Essen auf Rädern bekommen, dass die zu wenig Salz haben. Es liegt auch schon daran, man kann ja rein theoretisch eher nachsalzen, als dass dann, wenn ein Essen zu salzig ist, dann ist es halt dann vielleicht nicht mehr so genießbar oder nicht mehr jedermanns Geschmack. Deswegen wird das Essen auch oft fad gemacht. Und natürlich muss man aufpassen, Salz wird ja oft auch jodiert, das ist dann nicht das beste Jod und es wird auch vor allem mittlerweile schon fluoriert. Und das ist dann ganz gefährlich. Das ist dann wirklich etwas, was man nicht zu sich nehmen sollte. All das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, aber heute wurde ich angehalten, ein bisschen darüber zu sprechen, um eben auch diese körperlichen Prozesse zu unterstützen, die jetzt gerade dran sind. Der Körper wird nicht durchflutet von der geistigen Welt. Die Zellen orientieren sich schon um. Wir werden schon sukzessive umstrukturiert oder zumindest auf einen extremen Wandel vorbereitet. Und all das kann man sehr gut unterstützen, indem man seinem Körper Gutes zuführt. Ich habe euch ja auch mal gesagt, ich kann mittlerweile gar nicht mehr so viel Zucker zu mir nehmen. Da kriege ich sofort einen sauren Magen. Und das betrifft sogar schon sanfte Schorlen. Ja? So viel Zucker möchte ich einfach nicht. Mal abgesehen davon, dass Zucker halt so ziemlich das Schlechteste ist. Vor allem der Industriezucker, was man seinem Körper zuführen kann. Je weniger Zucker, desto besser. Und was man über Wasser natürlich auch wissen muss, es sollte natürlich gefiltert sein. Und auch nicht aus Plastikflaschen, wenn ihr schon Wasserflaschen zukauft. Und dann sollte die Quelle auch bekannt sein und das Wasser dementsprechend untersucht und getestet sein. Also dieses ganz günstige Wasser aus Plastikflaschen. Die Plastikflaschen geben oft auch die Weichmacher ab ans Wasser und das Wasser ist sicher auch nicht das Beste. Ihr könnt grundsätzlich alles segnen, was ihr zu euch nehmt. Ihr könnt aber sicher keine Hormone und Schwermetalle aus dem Wasser segnen. Ja, das halte ich dann wieder für esoterischen Unfug. Also dann könntet ihr, wenn ihr das könnt, dann könnt ihr auch euch einen Goldbarren in die Hand zaubern. Wenn ihr das könnt, dann habe ich nichts gesagt. Dann will ich nichts gesagt haben. Was ich auch reinbekomme gerade, ich kann das Ganze ein bisschen abkürzen. Man muss zweierlei Dinge bedenken. Wir haben Mangel an bestimmten Elementen oder grundsätzlichen Nährstoffen. Und zweitens, wir haben eine deutliche Vergiftung und Verunreinigung von allem, was wir zu uns nehmen. Weil Biogemüse ist auch der Umwelt ausgesetzt. Und da geht es nicht nur um das Feld nebenan, wo es dann rüberweht. Wir kennen da ganz andere Themen. Ja? Es gibt so bestimmte Sachen, die am Himmel abgehen. Mehr sage ich jetzt dazu nicht.
Und wenn man sich den aktuellen kosmischen Geflüsterbericht anschaut, dann gibt es unglaublich viele Nebenwirkungen körperlicher Art und zwar alles energetisch, evolutionstechnisch begründet. Wir verändern uns. Wir können dagegen nichts tun. Es geht wirklich darum, uns das Leben so leicht wie möglich zu machen und so wenig Gift und Verunreinigungen wie möglich zu uns zu nehmen und sie am besten auch auszuleiten. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Auch dafür braucht man viel Wasser und natürlich diesen Mangel auszugleichen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, man könnte wahrscheinlich hunderte von Pillen jeden Tag nehmen, Nahrungsergänzungsmittel, und alle sagen, du brauchst diese eine Pille ganz unbedingt, ja, für dieses und jenes. Und das ist dann oft einfach zu viel. Im besten Fall, ja, habt ihr dann einen teuren Urin. Und im schlimmsten Fall ist es so, dass es euch nicht gut tut, weil ihr vielleicht nicht bei jedem Thema einen Mangel habt und euch dann zu viel zuführt. Und dann kann der Körper auch zu sehr damit beschäftigt sein, das dann wieder abzubauen. Spirulina, Chlorella, Omega-3, auch Magnesium kann sehr sinnvoll sein. Bei Magnesium gibt es ja so Anzeichen und das, was wahrscheinlich jeder von uns schon mal kennengelernt hat, sind die Krämpfe, die man auch nachts dann manchmal bekommt. Und das ist ein deutliches Zeichen für Magnesiummangel. Und das geht aber weiter. Ja? Diese Muskelkrämpfe treten oft in den Waden auf, das kennen wir. Aber auch Verspannung im Hals-, Nacken- und Schulterbereich sowie Augenlidzucken, ja? Und sogar Herzrhythmusstörungen, Migräneanfälle oder Spannungskopfschmerzen können auch durch einen Mangel an Magnesium verursacht werden. Auch so ein Thema sind die vorwiegend basisch oder eben sauer verstoffwechselnden Lebensmittel. Und da wir in der Regel alle recht übersäuert sind, wenn man nicht schon sehr lange Veganer ist, dann kann einem das Thema zumindest in der einen Richtung erstmal nicht so sehr interessieren. Also auf jeden Fall mal ein paar Wochen, ein paar Monate nicht. Aber langfristig sollte man auch wissen, dass es sehr gesunde, sogenannte saure Lebensmittel gibt. Zum Beispiel Nüsse, wobei ich da ganz klar zu Walnüssen raten würde. Eine Walnuss ist auch sehr interessant. Wenn ihr die aufmacht, die schaut aus wie ein Gehirn. Ist übrigens kein Zufall. Ja? Also manche Sachen hat uns der Schöpfer so deutlich geschenkt. Ja, es ist wirklich so, dass wenn ihr jeden Tag, sag ich mal, so ein paar Walnüsse esst, also nicht jetzt packungsweise, sondern einfach ja so ein paar halt, so 2 bis 5 jeden Tag, dann hilft es eurem Denkapparat. Ja? Und Intelligenz ist auch eine göttliche Eigenschaft. Und Erbsen, Spargel, Rosenkohl, das sind so Sachen, die gut funktionieren. Rosenkohl liebe ich, ja. Den müsste ich jetzt auch mal wieder integrieren in meine Gemüsesuppe. Die war nur heute schon wieder so voll. Ich musste wirklich auch die Zucchini nebenbei machen. Die haben nicht mehr reingepasst. Da musste ich erstmal 2 ordentliche Teller Suppe essen, damit der Rest des Gemüses, der eigentlich geplant war, da von Anfang an drin zu sein oder zumindest später hinzugegeben zu werden, noch überhaupt reinpasst. Das war halt auch so eine Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, wow, jetzt ist es viel. Ja? Und dann haue ich zum Schluss noch mal eine ganze Packung Biospinat rein. Und der muss auch gar nicht komplett durchköcheln. Das kann man wirklich machen, kurz bevor man die Suppe dann isst. Weil den kann man ja auch super roh essen. Also total lecker. Und dann wird das Ganze ein bisschen frischer und ist nicht ganz so weggekocht. Ja? Das ist eh etwas, was ich jetzt erst lerne, dass das Ganze oft noch ein bisschen Biss haben muss. Ich habe früher versucht, alles so klein wie möglich zu schneiden. Und hätte ja jetzt auch den Nicer Dicer. Und für die neue Art, meine Gemüsesuppe zu machen, brauche ich das gar nicht mehr, weil ich auch wirklich gerne große Stücken Zwiebeln zum Beispiel da drin vorfinde. Und das macht einfach mehr Spaß zum Essen. Ansonsten könnte ich sie auch einfach durch einen Mixer geben, ja. Das macht aber keinen Spaß. Man will ja was zum Kauen haben, ja. Und auch mal dann etwas anderes schmecken als immer den gleichen durchgequirlten Geschmack. Und wenn man seine Suppe zu lange durchkocht, und das habe ich früher, ich habe gedacht, die wird dann besser, ja, die hat dann mehr Geschmack. Das ist aber nicht der Fall. Ja, ich habe eigentlich immer so Gemüsebrei kreiert und das ist gerade besser geworden. Ja. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen. Es kann natürlich doof laufen, wenn die Kartoffeln nicht durch sind.
Ja, dann muss das Ganze noch ein bisschen und vielleicht leidet darunter dann wieder anderes Gemüse, das schon längst fertig wäre. Ja, das ist ein bisschen tricky. Aber gut, dass ich es gerade wieder gelesen habe. Rosenkohl ist eine gute Sache. Muss mal wieder rein in meine Suppe. Ja, und dann hat mich mein Besuch, ich erzähle es euch einfach mal, weil es kann ja bei dem einen oder anderen der Fall sein, mich darauf hingewiesen, dass jemand anderes, den sie kennt, auch kein Sättigungsgefühl hatte. Und da haben Parasiten eine große Rolle gespielt. Also auch das muss man immer wieder auf der Uhr haben, dass man auch dadurch Probleme bekommen kann. Und ich habe mal was Wildes gemacht. Ich habe mal eine Terpentin-Balsam-Kur gemacht. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Nur habe ich dann meine Körperintelligenz gefragt, ob das bei mir der Fall ist. Und es hieß nein. Ich glaube auch, dass ich tendenziell einen Nährstoffmangel habe, weil was ich noch nicht angefangen habe, was eigentlich der beste Tipp ist, dass man sich die Kräuter frisch aus dem Wald holt, ja, da wo die Hunde nicht unterwegs sind am besten. Und dann hat man Nährstoffe, die man im Supermarkt nicht kaufen kann. Ja. Mein etwas schwererer Freund, dem wurde von meiner Heilpraktikerin mal gesagt, als er einen Termin hatte, dass es kein Wunder ist, er hat Hunger. Also er hat einfach einen Nährstoffmangel. Und ihm wurde ja dann geraten, dass er sich jeden Tag einen Staudensellerie-Saft machen sollte. Also frisch gepresst. Da wäre schon mal ordentlich was drin, was man gut brauchen kann. Und das habe ich auch längere Zeit gemacht. Jetzt habe ich es auch wieder aufgehört. So Ingwer-Shots sind zum Beispiel auch was super Feines. Mit viel Kurkuma und auch mit Cayenne-Pfeffer. Und dann könnt ihr eigentlich irgendeine Obstsorte, die ihr gern mögt, dann mit reinmixen. Und vor allem viel Ingwer. Das ist das Wichtigste. Ich habe es, glaube ich, mit Blaubeeren gemacht. Und das ist auch eine tolle Sache. Ich sollte das mal wieder anfangen. Auch meine Smoothies stehen so langsam wieder auf meiner Speisekarte. Das habe ich auch jetzt, ja, das habe ich jahrelang jeden Tag gemacht. Und dann habe ich es immer mehr aufgehört. Lag auch ein bisschen daran, an meinen neuen Nachbarn, die meinen Mixer ja so semi-gut fanden. Ist auch laut, ja, muss man wirklich sagen. Ist natürlich auch immer nur ganz kurz, 90 Sekunden am Tag. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich da auch ein bisschen Rücksicht nehme. Dass ich auch deswegen momentan ganz zufrieden bin, dass ich den Mixer nicht so oft brauche. Und ich sehe mich auch nicht als Gesundheitsspezialist, schon gar nicht für andere. Ich kann euch nur raten, es gibt super geniale Kanäle auf YouTube, denen man folgen kann, wenn man ganz speziell an bestimmten Themen interessiert ist. Dann gibt es da definitiv kompetentere Spezialisten, die sich nur diesem Thema gewidmet haben. Was meine Aufgabe heute war, euch mal wieder daran zu erinnern, dass wir in dieser sehr anstrengenden Zeit, eben auch für den Körper, weil sich so stark verändert, besonders Rücksicht nehmen müssen auf unsere Bedürfnisse diesbezüglich. Und stellt euch einfach vor, wenn ihr schon stolz seid, dass ihr 2 Liter Wasser am Tag trinkt, dann trinkt mal 3 Liter. Ja? Das wird euch nicht umbringen. Zwingt auch vielleicht gleich morgens mal 1 Liter rein. So, dann ist es schon mal rum. Also ich kann es euch nur raten. Ich habe ja selbst festgestellt, dass ich sofort einen mega trockenen Mund bekomme und dann bitzelt es auch die ganze Zeit, wenn ich vorlese, wenn ich nicht genug getrunken habe. Deswegen reguliert sich das auch durch meine Aufgabe hier bei Spiritscape schon ein wenig und ich habe ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt, dass ich immer ein gesundes Getränk in meiner Nähe habe. Und dadurch alleine schon trinkt man einfach mehr. Wobei, wie gesagt, bei mir ist es nicht so sehr das klare Wasser. Ich starte morgens schon mit einem Tee und mit einem 1 Liter Gemüsesaft, mit dem ich dann auch meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel auf einmal schlucke. Ja, ich schaue da nicht so drauf, wann man die am besten nehmen würde. Die müssen einfach drin bleiben und mein Körper muss dann damit was anfangen. Besser als es nicht zu nehmen. Ja, manchmal vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht manchmal gleich gut. Aber bei mir geht es auch darum, mich da zu disziplinieren. Ich habe euch ja auch schon mal gesagt, ich habe mir dann so extra so einen Tablettensortierer gekauft für 2 Wochen. Und dann sortiere ich das alle 2 Wochen eben da rein, habe dann die Arbeit. Aber dafür habe ich es dann 2 Wochen total bequem, muss einfach nur einmal den Tag rausnehmen, in meine Hand schütten und mit einem ordentlichen Schluck Gemüsesaft wegkippen. Und schon ist das erledigt. Ja. Ansonsten war ich immer da gestanden in der Küche. Jetzt
da wieder ein Döschen aufmachen und eine Tablette rausnehmen und da auch und da auch und da auch und das dauert ewig. Ne? Das ist total nervig morgens. Und da habe ich mich dann selbst überlistet, es mir einfach ein bisschen leichter zu machen und etwas bequemer. Genau, und dann geht's weiter. Also ich trinke dann nochmal 2 Liter Tee am Tag. Und mittlerweile trinke ich halt einfach diese Suppen. Dann trinke ich oft nochmal 1-2 Flaschen alkoholfreies Bier. Und nachts trinke ich dann nochmal einen Tee. Wobei es mir dann wichtig ist, dass am nächsten Tag auch noch ein Tee übrig ist, weil ich dann doch relativ schnell was trinken will und mir nicht extra einen Tee aufbrühen will, auf den ich dann ewig warten muss. Das kann eben dazu führen, dass ich, obwohl ich jedes Mal einen heißen Tee da habe, aber nie einen heißen Tee trinke. Im besten Fall irgendwie so einen lauwarmen. Aber so funktioniert es für mich eben am besten. Ne? Und meine Körperintelligenz frage ich immer so, welcher Tee es jetzt sein soll. Ich habe schon viele verschiedene Sorten und auch das macht Spaß und bringt Abwechslung. Na gut, ihr Lieben, ja, dann vielleicht habe ich euch ein bisschen inspiriert, wie ihr eure deutlich gestiegenen Bedürfnisse eures Körpers ein bisschen sorgfältiger befriedigt sozusagen. Und ansonsten freue ich mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, wuhu! Yippie!